So, willkommen zurück. Ich habe tatsächlich aufgelevelt. Folgende Dinge sind passiert. Der liebe Regongar hat einen Elementarfokus bekommen für Elektrozauber, ne, was seine Blutlinie auch verstärkt, macht ja Sinn. Außerdem habe ich ihm das Talent Arcaner Schlag gegeben. Ich habe nicht gewusst, wie gut das ist, dass das später sogar höheren magischen Schaden macht. Das ist echt nice. Neue Zauber hat er auch bekommen. Nämlich Verschwimmen hat er neu bekommen. Stimmt, war nur ein Zauber. Das war, ja, genau. Und die gute Valerie hat nämlich auch Stufe 2 Zauber bekommen. Ausdauer des Ochsen und Spiegelbilder. Und was ich noch interessanter finde bei ihr, Fähigkeiten. Ich habe ihr ein Metamagie-Talent verpasst. Und das wirkt ja super zusammen hier mit dem Arkangeheimnis des Blutes. Wenn wir das anwenden, dann erhöht sich nochmal der Schwierigkeitsgrad der Zauber, die wir wirken. Also, insofern müssen wir bei ihr auch. Ach so, Mensch. Wir müssten hier mal so ein Metamagie-Ding anlegen überhaupt, ne? Wie geht denn das beim Magus? Wie kann man denn hier. Ach, warte mal, ist das das hier oben? Hier irgendwas anklicken. Anything. Hier unten Metamagie. Ach, so war das genau. Ja. Und warum haben wir jetzt hier eigentlich nur Schild zur Auswahl? Sollte das so sein? Können wir auf jeden Fall ausdehnen. Mit sowas oder Schelins Farbe. Jo. Sowas. Dann hätten wir zumindest das. Was haben wir denn noch im Zauberbuch? Okay. Es ist der einzige Zauber mit einer Dauer. So, und ist jetzt hier bei den Stufe 2 Zaubern auch gelistet. Das finde ich gut. Ja, das ist prima. Gut. Dann haben wir das auch mal gemacht. Ich würde jetzt eigentlich gerne zurück in die Welt. Ich frage mich, ob wir hier jetzt in die Stadt kommen oder direkt auf die Karte. Eine wahre Ehre. Alles gut, euer Gnaden. Ja, auch schön. Steht denn jetzt wohl Arim da, wo er uns immer angezeigt worden ist? Hier. Hm.
Ja gut. Das haben wir aber alle schon gehört. Mir ist noch gar nicht eingefallen. Wir hätten Aram ja vielleicht auch noch als Minister irgendwo einsetzen können. Vielleicht kann er ja Kämmerer sein. Aber ich will jetzt nicht zurück in den Thronraum. Ich glaube, das können wir auch von der Weltkarte aus machen. Das müsste möglich sein. Ist es hier irgendwie belebter als vorher oder kommt mir das nur so vor? The path is clear. Auf jeden Fall sollten jetzt hier eine Menge Bauarbeiten sein. Haben wir in Markthofen überhaupt einen Wall errichten lassen? Sagt mal. Doch, ich glaube schon, ne? So, dann wollen wir mal. Ja, wir gehen mit dieser Gruppe durch den Wald, wie wir das vorhin gemacht haben. Und dann gehe ich in die grünen Gemächer rein, allein. Mal gucken, ob ich das bereuen werde. Oder ob die Nymphe vertrauenswürdig ist. Aber wir speichern natürlich vorher. Da kann also nichts passieren. So. Oh Mann, soll ich jetzt echt wieder direkt ins Königreich? Naja, komm. Ich guck mir einfach mal an, ob der Aram Kämmerer für uns sein kann. Darum geht's mir nur. So, ein Reisender wartet im Schloss schon wieder. Ah ne, der Baron hat den Besucher getroffen. Arkan plus 1. Ja, das ist schon mal gut. War ja ein magischer Besucher. Ratgeber, so. Jetzt interessiert mich, können wir den Aram... Nein... Können wir nicht einsetzen. Kassil ist noch beschäftigt. Tristan ist der einzige mögliche Ratgeber. Regenten auch nur die beiden. Der ist beschäftigt. Aram als Hohepriester wäre auch ein bisschen schräg, aber okay. Tja. Unterstützung der Vorhabe. Habe ich eigentlich keine Lust drauf, muss ich gestehen. Es hätte ja klappen können. Oh, das ging schnell. Da muss ich gar nicht schneiden. Ja, dann reisen wir mal. Ja, in der Furt halten wir auch dieses Mal nicht an. Versuchen wir mal auszuweichen. Ja, auch das hat funktioniert.
sind wir genau letztes Mal auch gegangen. Ich sollte lagern. Wir sind einfach alle sehr ausgelaugt. Wir sollten lagern. Oh oh. Beim Lagern hat man uns irgendwie gesehen. Ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall unser Lager noch. Was haben wir denn da? Ach, ein Bandit. Level 2 Krieger, meine Güte. Wahrscheinlich noch von der anderen Seite irgendwo einer. Ich heb die Pause einfach auf. Oh oh. Banditenbarde. Wir haben zwei Barden dabei, das ist ja nicht so gut. Würde ich direkt sagen, was immer die können, können wir auch. Ach du Schande, wir haben ihre Befehle noch gar nicht sortiert. Das fällt mir auch jetzt erst auf. Geht das so? Amiri, wo bist du denn? Achso, die nimmt sich direkt den vor. Ja, das ist die Faust. So. Mal gucken, wie es wird. Zauber fehlgeschlagen? Wie sind die denn? Achso, da fällt mir ein. Wir können ja tatsächlich mal hier das Entwaffnen gebrauchen. Vielleicht bei ihm hier. Vielleicht können wir den mal entwaffnen. Mal gucken, wie es klappt. Deaktiviert. Ich glaube, das hat geklappt. Wo ist der nächste Schurke da unten? Ist das ein Lindsay? Merkst du nicht, dass du da einen neben dir hast? Sag mal. Das soll nicht wahr sein. Ach ja. Geh doch mal auf den Dolch, Kleine. Octavia hat einen kleinen Lachanfall. Aber sonst läuft ja eigentlich alles nach Plan. Tut hier jetzt nicht sonderlich anstrengend. Was sie mit ihrem Säurespritzer machen. Als wenn es keine anderen Zauber gäbe. Bei der durch? Da schießt noch einer mit Pfeilen, das gibt's doch nicht. Alle auf ihn!
Da ist einer, der noch nicht weiß, wann es genug ist. Das ging relativ schnell. So, wenn es nur so ein Kack ist, dann lassen wir den gleich liegen. Es sei denn, es sind Meisterarbeiten. Nein. Eine Schriftrolle, okay. Nimmt es zwar schon ein bisschen was wert, aber es ist so schwer. Nee. Die waren ja jetzt wirklich lächerlich. Ein bisschen. Dann setzen wir mal unsere Pause fort. Hey, dann kriegen wir jetzt vielleicht auch einen Dialog. Das hat also auch sein Gutes. Und vielleicht kochen wir auch was besonderes, obwohl ist auch völlig egal. Does anyone else want tea? It's growing quite chilly this evening. Thank you, Octavia. This reminds me of our classes at the Academy of Arts. Some teachers would often make tea for students, and others sometimes even opened a bottle. Ach ja, das erinnert mich auch an meine eigene Zeit an der Kunsthochschule. So wie Lindsay das sagt. Octavia hat gefragt, möchte sonst noch jemand Tee? Es wird recht kühl heute Abend. Oh, danke, Octavia. Das erinnert mich an unsere Kurse an der Akademie der Künste. Einige Lehrer haben oft Tee für die Studenten zubereitet. Andere haben ab und an sogar eine Flasche geköpft. Haha. Ja, so war das. Ich schwöre, genau so war es bei mir an der Kunsthochschule in Kassel auch. So, das waren die besten Lehrer, mit denen man abends noch in die Kneipe gehen konnte, die noch einen ausgegeben haben, ihren Studenten. Ja, da waren das auch die, die irgendwann mal mit den anderen Lehrern Meinungsverschiedenheiten hatten und dann von der Uni gegangen worden sind, sozusagen. Da war noch eine Schriftrolle, die ich noch nicht gesehen habe. Na gut. Der Rest kann bleiben, das interessiert mich nicht. So, würde ich sagen, wir trauen uns noch ein paar Meter. So. Und hier werde ich dann jetzt mal speichern. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Gruppenaufstellung ändern. Dann gehe ich ganz allein in die grünen Gemächer. Mag zwar bescheuert sein, weil es stinkt echt auch nach Falle so ein bisschen. Aber wenn es gut läuft, gibt es ja auch was Schönes. Insofern, bis zur nächsten Folge, euer Ben. Bye, bye.